Kann doch nicht sein, dass wir hier... Der Start war ja eigentlich ganz gut gerade. Sehe ich nicht ein, dass wir hier nichts auf die Kette bekommen. So, guck mal, erster Raum ohne Schaden. Das ist doch super. Nee, mal gucken, wo es mich hinführt. Erstmal Studium fertig, Ref fertig und dann habe ich hoffentlich immer noch Bock auf den Beruf und werde bis zur Rente Lehrer bleiben. Und wenn nicht, dann nicht. Ich bin jung, ich kann mich noch umorientieren. Auch wenn man alt ist, kann man sich noch umorientieren. Dann macht es höchstens die Gesellschaft ein bisschen schwerer. So, die letzte Spinne bitte. Bitte, danke. So, ein halbes Herzschaden haben wir hier schon mal genommen. Ist nicht das, was ich als gut bezeichnen würde. Spinni, Spinni, Spinni. Ja, ansonsten möchte ich nochmal verweisen auf den Streamplan, den Jorge und ich zusammen gebastelt haben. Weil vielmehr Jorge hat den zusammengebastelt, hat gesagt, hier guck mal, wollen wir das so machen? Und ich habe gesagt, jo, machen wir. Die Idee ist, dass wir uns zumindest jetzt in der Anfangszeit nicht unbedingt so ins Gehege kommen. Dass die Leute sich dann entscheiden müssen. All Stats up, das ist gut. Dass die Leute sich entscheiden müssen, wo sie gucken. Deshalb wird es bei mir Sonntag und Montag auf jeden Fall Bioshock geben. Und Donnerstag denke ich mal fast, dass es Donnerstag XCOM geben könnte. Und Mittwoch ja sowieso Minecraft CCC. Man kennt es, den guten Minecraft Challenge Run. Run. Ich finde das englische R sehr anstrengend auszusprechen, weil es so weich ist. Ich bin Deutscher. Ich muss hart reden. Also ich persönlich weiß gar nicht, wie das sein soll, wenn man in Rente ist und dann einfach nichts zu tun hat. Stell mir das eigentlich nicht so toll vor. Würde, glaube ich, echt versuchen, so lange wie möglich zu arbeiten, einfach nur aus dem Grund, eine Beschäftigung zu haben. Selbst wenn man nur noch 3 Tage halbtags arbeitet. Kommt, glaube ich, darauf an, wie du es machst. Also wenn du dir zum Beispiel so ein bisschen Geld zurückgelegt hast, um wirklich eine Runde zu reisen oder ehrenamtlich tätig bist, das geht ja auch. Dass du dann wirklich die Rente genießen kannst, weil du, keine Ahnung, wenn du im Ehrenamt keinen Bock mehr hast, suchst du dir ein anderes Ehrenamt oder so oder ein anderes Hobby. Du musst halt irgendwas als Beschäftigung haben, da hast du schon recht. Und wenn man Bock auf seinen Job hat, warum nicht? Warum sollte man nicht einfach weiterarbeiten? Das lief schrecklich. Mal wieder. Little Horny. Wir werden heute übrigens auch, also allerspätestens, so ganz allerspätestens, um 12 Feierabend machen. Ich muss morgen nämlich früh raus, weil ich einmal durchs halbe Land fahren muss zu meiner Praktikumsschule. Hab ich schon erwähnt, ne? Muss mich bei meiner Praktikumsschule vorstellen. Und weil ich das morgen um 9:30 machen muss und vermutlich mindestens 1,5 Stunden fahre, sehe ich meinen Wecker sehr, sehr früh klingeln. Aber ich glaube, das wird cool. Also die Schulleiterin, mit der ich telefoniert habe, wirkte sehr gestresst aufgrund der ganzen Corona-Geschichte, vermutlich. Und Abitur. Was da halt noch läuft. Aber sehr freundlicher Mensch. Also, das muss ich wirklich sagen, wenn die genauso freundlich ist wie der Schulleiter von meiner letzten Praktikumsschule, das wäre ein Träumchen. Das hat die Sache viel, viel, viel stressfreier gemacht. Weil du halt wusstest,
Natürlich wirst du irgendwie so ein bisschen beobachtet, aber nicht so skeptisch, weißt du? Ich hatte bei meinem ersten Praktikum das Gefühl, also da waren die Leute auch super nett. Das ist überhaupt nicht die Frage. Aber du wurdest erstmal. Oh, 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 ich habe Durchfall. So. Explosiven Durchfall. So. Was wollte ich sagen? Genau, ich wurde halt so ein bisschen kritisch beäugt am Anfang. Man hat sich so beschnuppert, weil die halt richtig schlechte Erfahrungen gemacht haben mit Praktikanten. Und nachher ging es dann natürlich auch, wo man wusste, wir kommen alle miteinander klar, die sind zufrieden mit meiner Arbeit, ich bin zufrieden mit meinen Mentoren und deren Arbeit. Dann war alles Chico und dann hat man da auch gesessen und schön miteinander geschnackt und auch mal ein bisschen drüber geschnackt, was man so in seiner Freizeit macht und was auch immer, was wie halt so eine gute Kollegenbeziehung ist. Und das war cool. Aber wie gesagt, die Atmosphäre war einfach eine andere an meiner zweiten Praktikumsschule dann. Ich glaube halt, wenn ich in meinem Bereich jetzt bleiben werde und in einer Werbeagentur oder was weiß ich haben würden, würde, ist mein Beruf dann sozusagen mein Hobby. Und wenn ich dann in Rente wäre, würde ich, glaube ich, trotzdem noch weitermachen. Vielleicht nicht mehr so professionell, aber ganz aufhören auf jeden Fall nicht. Ja. Klingt legitim. Also, keine Ahnung, wenn man dann vielleicht sagt, man geht so ein bisschen die Freiberuflerschiene. Weiß nicht, wie realistisch das ist, dass man das dann am Ende hinkriegt. Aber das würde halt, dann kannst du so ein bisschen dein eigener Herr sein. Das ist vielleicht ganz schön. In der Rente. Dagas. Ich weiß immer noch nicht, was Dagas macht. Also was die Runen generell machen. Ah, die Mütze hätte ich gerne. Oder? Nee, hätte ich gar nicht gerne. Ich verwechsel die immer. Ich nehme das Soul Heart. Vielen Dank und gute Nacht. Gleich werde ich mir was zu trinken besorgen müssen, glaube ich. Was Neues. Die Flasche hier ist neben mir ist bald leer und man kriegt doch nach 2 Stunden Reden schon einen trockenen Hals. Das sind Dinge, die passieren. Run, boy, run. They're trying to catch you. Aber inzwischen komme ich auch mit diesem Muster erstaunlich gut klar. Ich frage mich zwar, was dieses Viech darstellen soll. Aber ich glaube, das... Autsch. Kann man sich hier bei vielen fragen. So, ich möchte bitte nicht noch einen Schaden nehmen. Das wäre nicht gut. Wegen des Eternal Hearts, was ich habe. Dieses Weiße. Wenn ich das nämlich ohne Schaden jetzt am roten Herzen überlebe... Nein! Ah, genau das nämlich. Dann hätte ich einen Herzcontainer bekommen. Auf der nächsten Ebene. Das ist eine Sache, die jetzt nicht mehr passieren wird. So, so knapp. Ja, erneut willkommen an alle, die neu dazugeschaltet haben. Das muss man zwischendurch immer mal sagen. Und dann tut man so, als würden andere Leute mal wieder zugucken. Wir sind im Challenge Run, The Binding of Isaac. Die Family Man Challenge. Ist eine gute Sache, wenn ich ein bisschen kompetenter wäre. Würden wir hier auch vorwärts kommen. Please don't. Ja, auch, ich hab das irgendwann mal bei Jorg im Stream vor langer, langer Weile angesprochen. Ich habe die beiden ersten Harry Potter Spiele, also von den ersten beiden Filmen von EA, habe ich auf dem Rechner zum Laufen bekommen. Und die zu spielen, das wäre, also zu streamen, würde mich, glaube ich, noch mal in den Fingern jucken.
Aktuell vermutlich eher andere Sachen, weil ich die auch praktisch neulich erst gespielt habe. Aber das ist so ein Retro-Ding, wo man sich mal wieder einfühlen kann. Habe ich tatsächlich auch den zweiten Teil zu 100% durchgespielt. Den ersten Teil. Da fehlte mir eine Bildkarte. Du sammelst halt so diese Schokofrosch-Bildkarten. Und es fehlte mir halt original eine Bildkarte am Ende. Für 100%. Hat mich sehr traurig gemacht. Da wäre ich dabei. Meinst du bei Harry Potter? Man kann extra Herzcontainer bekommen. Das sind halt HP-Ups dann. Und das weiße Herz praktisch, was ich da hatte, das hätte mir halt einen neuen Herzcontainer gegeben, wenn ich keinen Schaden genommen hätte am roten Herz. Old Bandage HP Up. Guck mal, da haben wir es sogar. Einen neuen Herzcontainer. Ja, Harry Potter. Die Spiele sind halt auch super. Das Problem ist, dass die Version vom dritten Teil, die ich habe, nicht mehr läuft. Da muss ich mal irgendwie gucken, dass ich mir bei eBay neues Spiel raussuche. Also eine neue Version. Eine neue CD. Weil der dritte Teil. Der dritte Teil ist der beste. Du konntest da halt mit am meisten sammeln dann. Der erste Teil war okay. Der zweite Teil war richtig gut. Und der dritte war. Ich glaube, den mochte ich am meisten. Vielleicht ist es auch so ein bisschen verklärt gerade, weil ich ausgerechnet den nicht spielen kann. Aber, ja. Liebe Harry Potter, die ersten drei Teile extrem. Ja, die Adventures, die waren halt wirklich gut. Und danach haben sie es so verrissen. Der vierte Teil ist der einzige, den ich tatsächlich noch nie durchgespielt habe, weil ich mich mit diesem Level-System da, das war ganz merkwürdig. Muss ich eines Tages mal durchspielen. Steht auf meiner To-Do-List trotz alledem. Ich weiß nicht, ob du die letzten beiden Spiele gespielt hast. Die waren. Hoiuiui. Das war schrecklich. Das war praktisch Call of Duty mit Zauberstäben. Also wer auch immer auf die Idee gekommen ist. Oh, das war so schlimm. Nee, brauchst du auch nicht. Also das ist Geldverschwendung. Ich habe diese Spiele. Sie stehen hier auch noch rum, aber ich glaube, ich werde diese beiden Spiele nie wieder in meinem Leben spielen. Es sind halt noch nicht mal gute Shooter, weißt du? Wenn es ein gut gemachter Shooter wäre, dann würde es ja vielleicht seine Liebhaber finden. Aber nein. Also ab Teil 4, ich call es, dann solltest du lieber Lego Harry Potter spielen, da hast du mehr von. Also abgesehen davon, dass Lego Harry Potter halt auch wirklich ein gutes Spiel ist, aber ja. Harry Potter ist gut, damit habe ich lesen gelernt, praktisch. Habe ich irgendwie zum 7. oder 8. Geburtstag, waren die ersten 5 Teile draußen, habe ich alle 5 bekommen. Teil 5 und 6 dann relativ pünktlich zur Veröffentlichung auf Deutsch gekauft. Und natürlich die meisten Filme dann auch online im Kino gesehen. Tatsächlich war das kein freudscher Versprecher. Natürlich gehst du für so einen Film ins Kino. Ich meine, da gibt es keine zwei Meinungen. Für so einen. Ja, auch alle Star Wars-Filme ins Kino. Ich weiß nicht. Ich habe, glaube ich, in meinem Leben keinen Film illegal online gestreamt. Ich glaube, ich kann da tatsächlich mit flexen. Hab mir auch mal vorgenommen, Harry Potter zu lesen. Hab gerade schon andere Bücher wieder vorne im Regal. Ja. Lohnt sich. Also ich habe der Freundin meines Bruders habe ich den ersten Teil jetzt ausgeliehen. Mein Bruder hatte damit nie wirklich einen Vertrag. So, aber seine Freundin hatte eben auch noch nie
die Bücher gelesen und hatte gefragt, ob sie sich das mal ausleihen kann. Lag da als Halterung für eine merkwürdige Homelab-Konstruktion. Wie komme ich hier vorwärts? So nicht. Da lag das denn. Und dann kam sie an und fragte, ob sie es mitnehmen darf. Und ich sagte, jo, mach. Freu dich, lohnt sich. Dann hören wir darüber ab. Habe ich ehrlich gesagt auch noch nicht gemacht. Ist ein Ritual von meinem Dad und mir, zu jedem Star Wars Film zusammen ins Kino zu gehen. Das ist tatsächlich eine Sache, die ich mit meinem Vater auch gemacht habe. Vor allen Dingen, weil er halt bei den letzten Filmen der Hauptreihe, die sind ja dann immer im Dezember, Gott, immer im Dezember rausgekommen. Und da er im Dezember Geburtstag hat, passte das ganz gut als Geburtstagsgeschenk. Das war ziemlich cool. Dieses Jahr muss ich mir was Besseres überlegen. Es war die letzten Jahre deutlich entspannter. Aber ja. Ich finde, Kino ist halt ein Erlebnis. Da nimmt man sich mal einen Abend Zeit und ist so ein bisschen ein Kontrast zu Generation Netflix, wo ich auch eindeutig schuldig bin. Läuft halt immer eine Serie irgendwo im Hintergrund. Man guckt da nicht so hin. So, es ist irgendwie Hintergrundbeschallung, kriegst nur die Hälfte mit. Geschweige denn, dass du irgendwie das Bild siehst. Nee. Ist schon ganz gut, denn für die wirklich coolen Sachen auch mal ins Kino zu gehen. Gab ja zwischendurch auch mal in Amerika Game of Thrones in IMAX ein paar Folgen. Hätte ich mir auch angeguckt. Wäre das hier, das nächste IMAX-Kino ist, glaube ich, sowieso erst in Hamburg. Aber da wäre ich sogar für nach Hamburg gefahren. Geschenke machen bin ich schlecht, haha. Ja, ich auch. Verschenke deshalb meistens Erlebnisse. Aber das ist halt meistens auch deutlich cooler. Also wenn du denn zusammen unterwegs gehst. Game of Thrones habe ich noch nie angeschaut. Ist eine gute Serie. Am Ende haben sie irgendwie, keine Ahnung, da ging ihnen halt das Geld aus. Mussten schnell. Das merkt man leider. Und das ist... Boah, gerade die letzte Staffel ist sehr anstrengend. Muss man leider sagen. Also sie ist nicht schlecht. Wir reden bei schlechten Game of Thrones Staffeln immer noch von relativ guten Serien. Aber... Nee. Da lohnen sich auch die Bücher. Sprach er und hatte selber noch nicht alle Bücher gelesen. Aber ja. Tut's. Die GOT-Bücher sind auch gut. Ja. Ich erfreue mich da an einigen Formulierungen manchmal. Das war schön. Ich habe erst gedacht, sie haben ganz viel Sex reingeschrieben für die Serie, um ein bisschen die Leute anzufixen. Dann habe ich festgestellt, oh. Hier schreibt eine Frau, dass sie hofft, dass der Samen ihres Mannes sie jetzt endlich mal wieder befruchtet. Das war ein sehr einschneidendes Erlebnis. Die Erkenntnis, dass Game of Thrones auch in der Literaturvorlage Sexszenen hat, die entsprechend aufgearbeitet wurden. Interessant, ja. Sehr. Ja, aber es ist halt... Ich weiß nicht, es geht. Sie haben tatsächlich ein paar Sachen reingeschrieben, weshalb sie am Ende auch ein bisschen Shitstorm gekriegt haben für eine Vergewaltigungsszene beispielsweise. Das habe ich, glaube ich, nicht so hundertprozentig verstanden. Will ich mir jetzt aber kein Urteil drüber bilden, weil ich habe es halt einfach abgenickt. Ich gebe mir auch keine Mühe, ne? Das muss man ja mal fairerweise sagen. Ja, Mutter. Ich bin hier, Mutter.
Ja. Das ist die GOT-Geschichte. Isaac! Mutter! Der Mann mit dem Koks ist da! Mutter, der Mann mit dem Koks ist da! Ja, mein Junge, das weiß ich ja. Du hast kein Geld und ich hab kein Geld. Wer hat den Mann mit dem Koks bestellt? Good old Falco. Und dann ist er ausgeparkt. Magician bringt vermutlich nichts, ne? Nee. Aber hey, wir besiegen Mutti. Sehr langsam, aber wir besiegen sie. Das kann man jetzt mit Sicherheit schon mal sagen. Den Boss Rush werden wir nicht machen. Das vergiss mal, da gucke ich noch nicht mal rein. Oder? Doch. Komm, wissen, was man verpasst. Der D5? Keine Ahnung, was der macht. Mit den Würfeln komme ich auch nicht klar. Eine Fernbedienung. Der Clown ist ganz gut eigentlich. Der Pilz ist auch ganz gut, aber wir wollen heute noch nicht sterben. Aber GOT ist auch gar nicht so mein Serienstil. Ich bin, den ich so normalerweise schaue, von dem, was ich mitbekommen habe. Ja, klar, du musst Bock auf Fantasy haben und sowas, ne? Scout Whoop XL. Schön. Guck mal, im ersten Raum schon 2 Herzen verloren. So, gewinnen wir diese Challenge. Komm, komm, komm. So. Ja, ist schon interessant, wie sehr sich das Gameplay ändert, nur weil du da so ein paar Fatzkes hinten am Popo hast. Das ist schon ein Unterschied. Hallo, ihr Aale. Münze, Münze, Bombe, Bombe. Ja, ich guck, habe ich auch schon mal irgendwann gesagt, wie alles. Sehr wenig Serien, sehr wenig Filme, aber sehr viele Serien. Also es, ich habe eigentlich immer eine Serie, die ich irgendwie dann beim Essen gucke. Seltener sind es denn irgendwelche Let's Plays oder Stream-Aufzeichnungen. Aber meistens schon, jetzt habe ich Gotham die letzte Staffel gesehen. War ziemlich cool, leider ein bisschen kurz. Und genau, Arrow habe ich auch gesehen jetzt in der Corona-Zeit zum ersten Mal. Are you a wizard? Oh mein Gott. Are you a wizard? Also diese Superhelden-Sachen haben mir tatsächlich inzwischen angetan. Bin ich ehrlich. Und he's dead. Arrow habe ich in der Quarantäne auch beendet. Ich habe halt die neuesten Staffeln, die es auf Netflix noch nicht gibt, noch nicht geguckt. Aber das kommt noch. Hoffe ich, glaube ich. Muss mal gucken, ob es die bei Join gibt. Das Arrow. Wer hat die Arrow-Rechte? Nee, Arrow ist, glaube ich, RTL, oder? Ach, ich weiß es nicht. So. Einen machen wir auf jeden Fall noch. Einen Versuch. Vielleicht sogar noch einen mehr. Und hoffen, dass ich mich mal ein wenig eleganter anstelle hier. Ist schon eine andere Sache. Man nennt mich auch den Isaac Gott. Aber irgendwann wurde es einfach langweilig. Ja, also die Form ist natürlich relativ ähnlich bei Arrow immer. Muss aber sagen, dass ich eigentlich das Interesse an der Serie nicht verloren habe.
Also wie gesagt, mir fehlen dann jetzt noch die letzten beiden Staffeln, glaube ich. Nö. Nö, ich glaube, das hat mich doch ganz gut abgeholt, alles. Muttis Lippenstift, der mir nichts bringt. Nice. Ja, gefühlt bringen in der Challenge nur HP-Ups was. Sad World. Oh, hier gibt's nichts zu sehen. Ich hatte sie auch durchgeschaut, aber hatte nicht diesen unbedingten Drang zu wissen, wie es weitergeht. Den hatte ich am Anfang. Also die Serie hat ein bisschen gebraucht, bis sie mich gehabt hat. Aber dann hatte sie mich. Und auch nicht mehr verloren. Außerdem ist Oliver Queen sein Schnuckel. Ja. Weiß nicht, sie haben halt schon... ja. Ganz, ganz elegante Varianten gefunden, dass es nicht immer das gleiche ist, so vom Superschurkenschema. Aber ja, unendlich lange kannst du so eine Serie auch nicht weiterführen. Das ist klar. Ich habe Arrow nie gesehen. Ist ja tatsächlich die erste Serie dieses Arrowverses, wo auch Flash und Supergirl und Batwoman und hier Legends of Tomorrow, das spielt ja alles im gleichen Universum. Da finde ich auch tatsächlich anstrengend, dass da andauernd Crossover-Episoden sind, die dann irgendwie fünfteilig sind und du musst eigentlich in jeder Serie dir die Folge angucken. Das ist ein bisschen krass. Also bis Staffel 5 hat sie mich komplett abgeholt, aber nur, weil mich die Backstory auf Lian Yu so extrem interessiert hatte. Die hat mich tatsächlich so überhaupt nicht gejuckt. Das, ja, was heißt überhaupt nicht? Das stimmt vielleicht auch nicht. Gerade natürlich die fünfte Staffel, wo man wusste, jetzt muss er irgendwie rüberkommen. So, die Sache ist durch. Das war natürlich nochmal so ein Spannungsmoment. So, was haben wir hier? Evil Up. Danke. Als die Backstory vorbei war und man nur noch im Jetzt war, hatte ich keine Lust mehr. Ja, okay, das verstehe ich. Also wenn da die Serie hat ja schon einen relativ harten Cut dann gemacht. Ich muss sagen, man kriegt echt einen trockenen Hals vom ganzen Reden. Das ist eine Sache, an die sich mein Körper hoffentlich mal anpasst. Kann ja nicht sein, dass alle denken, ich habe Corona. Ich muss ja jetzt, wenn ich in die Uni ins Labor gehe, auch unterschreiben, dass ich keine Symptome habe. Also sollte mich das Stream bestenfalls nicht heiser machen. Das wäre ganz gut. Aber ich glaube, nach ein paar Wochen hat man sich angepasst. So, da ist der Devil. Isaac hat so viele Items. Ich verliere die Übersicht. Es ist unglaublich. Aber vielleicht bringt mich das auch so ein bisschen aus meiner Komfortzone raus, dass ich mal ein paar neue Item-Kombinationen ausprobieren muss, weil ich vergesse, was sie tun. Man muss immer das Positive sehen. Und so vergesslich wie Jorge bin ich nicht. Alter, habt ihr das gestern gesehen? Das war ziemlich schrecklich. Der Junge hat gepennt. So, wir gehen in diesen Raum und es ist eine Sackgasse.
Ja, was ich mir jetzt tatsächlich angemacht habe, war Drawn Together. Da gibt es ein paar Folgen auf YouTube, die Comedy Central dann auch wirklich selber hochgeladen hat. Dementsprechend, dass auch alles legitim ist. Bin ich mir unschlüssig, ob ich das noch so cool finde oder ob sich der Witz einfach inzwischen hat. I'm excited. Ist auf jeden Fall das schlechtere South Park. Lian Yu war eigentlich echt so der Grund, warum ich weitergeschaut habe. Fand ihn als Oliver auf der Reise als Verschollener viel interessanter als sein Rachezug in Star City, weil man halt seine Entwicklung vom Revelation-Milliardärssohn zum eiskalten Killer miterlebt hat. Aber letztlich hat man doch auch denn in der restlichen Story seine Entwicklung vom Killer zum moralisch etwas besser ausgestatteten Rächer gesehen. Also er war ja nicht, war ja kein starrer Charakter. Ich glaube, ich fand es ein bisschen gezwungen, als sie am Ende Junior eingeführt haben. Das war merkwürdig. Auf einmal hat er ein Kind. Aber ja, mal gucken. Es ist auf jeden Fall, werd ich die Serie auch fertig gucken. Mal schauen, was denn mein... Was ist das für eine Suppe da? Die kenne ich definitiv noch nicht. Aber nicht genug Geld. Schade. Bumm. Bombenfliegen machen sehr viel Spaß. So. Das hat mir alles nichts gebracht. Retrovision. Das stimmt eigentlich schon. Kann auch einfach sein, dass mich das Prinzip der mysteriösen abgeschotteten Insel so abgeholt hat. Ja, das... wie gesagt, also es... Eigentlich hätten sie nach der fünften Staffel Schluss machen müssen, weil sie dann ihr Serienprinzip verloren haben. So, weil es ja schon das Prinzip der Serie war, dass du diese Backstory hast, die sich teilweise dann auch rein zufällig in das Jetzt rein erstreckt, von der Relevanz her. Von daher, ich verstehe schon, warum du deine Probleme hast mit der Entwicklung, die die Serie genommen hat. Vermutlich mussten sie deshalb dann auch irgendwann einsehen, dass sie sie absetzen müssen. So, es ist Piep. Piep, 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 piep. Übrigens auch ein Klassiker auf der PS1, den wir uns mal angucken müssen. Bugs Bunny Lost in Time. Großartiges Spiel. Nach nach Technomage. Mein liebstes Lieblingsspiel, glaube ich. Viele schöne Kindheitserinnerungen. Warte, wo bist du genau? Will nicht etwas spoilern. Fünfte oder sechste Staffel am Ende? Ich glaube, die Staffel, wo sein Sohn bei ihm gelebt hat, war die letzte, die ich gesehen habe. Ich weiß nicht, ist schon ein paar Serien her. Aber wenn dich die Entwicklung von einem Milliardärssohn zum Rächer interessiert, die sieht man tatsächlich auch in Gotham. Klingt jetzt komisch, ist aber so. Also muss ich tatsächlich sagen, dass der Bruce Wayne Arc mich da immer noch eine Ecke mehr abgeholt hat als Jim Gordon. Das sind ja so die beiden großen. Und Pinguin ist eigentlich auch cool. Der Riddler, das war dann irgendwie die Beziehung zwischen Riddler und Pinguin. Das war immer so. Oh, es war klar, was passiert. Echt, da muss ich mir mal Gotham anschauen. Ja. Also, ich bin sehr zufrieden mit Gotham. Es hat sich dann praktisch Gotham und Flash, die sind damals ja gemeinsam auf Pro7 gestartet. Deshalb habe ich die auch gemeinsam so angefangen. Hallo.
Kommst du bitte her? Warum sind das die Fliegen? Ah, die Fliegen. Und es war immer so ein Ping-Pong-Spiel, ob ich gerade aufgeregter war, die neue Folge Flash zu gucken oder die neue Folge Gotham. Also ich weiß nicht, ob du Flash geguckt hast. Aber entsprechend... Also die Serien lassen sich halt auch nicht vergleichen, das muss man fairerweise sagen. Aber es war schon immer cool. So, Bomben sind Schlüssel. Spider-Man, Spider-Man does whatever Spider can. Flash hat mich nie interessiert. Metawesen waren wir immer suspekt. Ja, das hast du denn in Gotham tatsächlich nicht. Also du hast zwar in Gotham den verrückten Wissenschaftler, der so ein bisschen an den Leuten rumdoktert, aber unterm Strich hast du halt nicht diese Metawesen-Thematik. Das ist schon... Könnte dir gefallen. Könnte auch sein, dass es dir nicht gefällt, aber das... weißt du erst, wenn du es ausprobiert hast, vermutlich. Serienempfehlung mit Tiag. Nice. Ja. Good old Gotham. Ich glaube ja sowieso, dass es nur um Leute geht, die sich gegenseitig fragen, ob sie Schinken haben. Eine Sache, die ich nicht wusste, dass Gotham tatsächlich ursprünglich ein Spitzname für New York war. Das hat mich sehr schockiert. Weil vermutlich weiß das heute keiner mehr. Schauen wir nachher mal Gotham an. Ja, lohnt sich. Hab auch überlegt, einfach die ersten Staffeln nochmal zu gucken. Von vorne nach hinten durch. Jetzt muss ich aber erstmal den Hintern hochkriegen und endlich mal Vikings gucken. Da hatte ich die erste Staffel und den Anfang der zweiten ganz ursprünglich mal geguckt. Vielleicht fange ich damit ja sogar heute Abend an. Bei meiner persönlichen kleinen Schmausepause vorm Schlafengehen. Ja. Weil das hat mir eigentlich... Wie hat es ein Freund von mir mal gesetzt? Vikings ist ein Ersatz für Game of Thrones. Verhält sich zwar zu Game of Thrones wie Methadon zu... Was ist Methadon? Heroin, ne? Methadon zu Heroin. Aber so vom Prinzip her. By the way, nochmal zu Arrow. Die Explosion auf Lian Yu war echt zu viel. Es war zwar ein guter Abschluss mit Lian Yu, aber nicht das, was ich mir gewünscht hatte. Allgemein Staffel 5 war echt komisch. Ja. Ah, diese Explosion. Das war so... unrealistisch. Ich bin generell, ich finde das immer so erzwungen, wenn es um, könnte die Möwe draußen bitte mal die Klappe halten? Ich weiß nicht, so, oh, guck mal, ich habe eine Bombe und ich mache alles kaputt. Das ist immer so, come on, mir fällt was Besseres ein. Übrigens, zum Thema Möwen, jetzt wo die da draußen rumrandalieren. Sämtliche Touris finden es immer super. Oh, Möwen, voll super. Bis sie dann mitbekommen, dass diese Möwen dir auch einfach das Fischbrötchen aus der Hand klauen. Plus, dass nicht alle Möwen klein und süß sind, sondern... Alter, wenn hier so ein riesiges, so ein halbes Hähnchen... auf dem Balkon landet. Holla die Boller. Da bist du, da verjagst dich erstmal. Und deshalb, kein Mensch, der am Wasser wohnt, mag Möwen. Hallo, Knochenmänner. Wir nehmen die Abkürzung. Hallo. Ja, also wie gesagt, Bomben... Bomben aus einer Bombenfabrik. Schwieriges Thema.
Aua. Sprach er und rannte wieder in die Spinnen rein. Also, Opa kriegt auf jeden Fall kein Devil Deal mehr in diesem Durchgang. Ich bin mir da ziemlich sicher. Seien wir mal realistisch an der Stelle. Vielleicht muss ich auch einfach anfangen, die Räume mit dem Schlüssel zu überspringen. Also ich kann damit halt eigentlich Räume überspringen mit dem, mit meinem Leertasten-Item. Das war ziemlich zielgerichtet, dass ich da reingelaufen bin. Hab's auch noch nicht geschafft, Piggy Blinders weiterzuschauen. Die fand ich... Das Kett sagt mir überhaupt nichts. Keine Ahnung, machen wir das einfach mal. Nice. Ungeduld zahlt sich aus, Kinder. Denkt immer daran. Alter, merkt ihr die Spannung? So, wenn ich dieses Geld jetzt irgendwo mal anbringen könnte, wäre das ganz gut. Piggy Blinders Pferderennwettbewerb in Birmingham 1920. Das klingt abstruserweise auch nach einer Sache, die mir gefallen könnte. Muss ich mir mal merken. So. Jetzt habe ich keinen Schlüssel. Mit Dad's Key kann ich da... Doch, kann ich tatsächlich. Sehr gut. Und es sind ziemlich schreckliche Items. Nehmen wir das Soul Heart und das normale Herz. Und dann gehen wir weinen. Ja, das Positive an der Corona-Zeit, man kann ganz viele Serien gucken. So toll. Endlich keine Menschen mehr sehen. Ist übrigens ein großer Vorteil, wenn du mit den Leuten auf Arbeit gut klarkommst. Dass du da zumindest da soziale Kontakte hast. Hat mir, glaube ich, mental betrachtet den Arsch gerettet in der letzten Zeit. Und war tatsächlich auch fürs Teambuilding ganz gut. Also die Zeit. Zumindest auf Arbeit gehen wir da zwar sehr angestrengt raus. Aber zumindest wir Angestellten sehr... Sehr gut. Tolles Team. Ich hab mein Team. Man muss aber echt erst reinkommen. Die erste Folge muss man sich durchquälen und dann ist sie extrem gut. Ja, ist ja häufig so, dass du dich erstmal eindenken musst. Die. Ah, der Devil hat mir vermutlich auch nichts gebracht. Es ist eine sehr interessante Farbe, tatsächlich, von diesem Stück Stuhl. Keine Ahnung, ich finde diese Farbe tatsächlich sehr eklig. Das, weiß ich nicht. Die anderen Kackhäufchen hier mit dem etwas dunkleren Braun, die überall rumrennen, bei weitem nicht so eklig. Ja, ja, nein. Ja, pfeift ihr ein. Anti-Dead. Und ein HP ab, das ist mal brauchbar. Herzen haben wir so woanders nicht mehr. Dann geht's weiter. Oh nein! Ein kleines Stück Code. Curse of Darkness! Habe ich eigentlich schon erwähnt, dass ich mich auf Bioshock freue? Und ich glaube auch auf XCOM. Also, ich habe tatsächlich vor, XCOM Chimera Squad, also den neuen Teil, nochmal zu spielen. Weil ich da halt noch, also bei weitem noch nicht alles aus dem Spiel gesehen habe.
Und das wohl auch im Spiel, zumindest am Anfang, wenn du deinen Squad zusammenstellst. Weil ich mich frage, ob ich meinen Squad zusammenstellen werde oder ob wir einfach die Tutorial-Mission... Ich glaube, wir wollen die Tutorial-Mission machen, weil die Story einführt. Dann kann ich das Squad tatsächlich nicht selber zusammenbauen am Anfang, sondern muss auf die richtigen Chancen zwischendrin hoffen. Aber das wird eine coole Sache. Die guten Chimären. Tolles Spiel. Hat so, die Cutscenes sind so im Cartoon-Style, das ist interessant. Sie wollten, glaube ich, so ein bisschen tatsächlich in die Richtung DC, so nicht unbedingt Superheldenfilm, aber schon so diese Cop-Geschichten von DC. Schon die Richtung, in die sie gehen, glaube ich. Und das untermalen sie sozusagen mit diesem Comic-Stil in den Cutscenes. Ist ein interessantes Konzept. Ich hätte mir zwar ein bisschen mehr Animation gewünscht, aber der Stil ist auf jeden Fall fachlich. Kannst du da nichts gegen sagen. Das ist solide. So, wir wollen nicht da oben in die Arcade-Halle, sondern wir wollen uns einen Shop suchen, ob wir noch irgendwas Sinnvolles finden. Haus des Geldes habe ich auch noch nicht gesehen, tatsächlich. Hat ja auch große Fans. Die guten Panzerknacker. Oh nein, da habe ich Schaden bekommen. Oh nein, da habe ich wieder Schaden bekommen. Irgendwer verwundert? Nein? Okay. So, da ist der Shop. Das lässt mich ja auf ein Item hoffen. Oder es ist Greed. Nein, es ist tatsächlich Blank Card, bringt mir aber nichts. Skalpell auch nicht. Wir sehen Soul Heart. Bäumchen, wechsel dich, noch ein Soul Heart. Aber die Big Beautiful Fly wäre eigentlich cool gewesen. Muss die dritte Staffel noch sehen. Ja, ich werde da bestimmt noch mal reingucken, in Haus des Geldes. Ich habe riesige Watchlists auf den ganzen Streaming-Portalen. Ich bin ein richtiges Konsumopfer. Die Leute kriegen alle mein Geld. Also gut, Familienaccounts, ne? Jeder guckt mal irgendwo. Aber ich muss auch ganz viele Disney-Filme noch mal gucken, jetzt bei Disney Plus, die ganzen Klassiker. Da bin ich denn ja doch einfach noch zu sehr Kind bei sowas. Ich habe da teilweise auch Disney-Computerspiele gehabt, ne? Ariel, König der Löwen, Tarzan. Aber halt selten die Filme dazu geguckt, weil wenn du die zu Hause nicht hast, beziehungsweise dann in der Übergangsphase, wo letztlich kein Videogerät, also VHS-Abspielgerät hier mehr funktioniert hat, und wir alles auf DVD hatten, aber die ganzen Disney-Sachen auf Kassette waren, hat die Sache nicht leichter gemacht in der Beziehung. Disney geht immer. Die ersten beiden Staffeln waren echt extrem gut, aber ab Staffel 4 wird es nicht mehr gut. Die haben ja auch irgendwann die Autoren gewechselt, wenn ich richtig liege. Ja, keine Ahnung. Bestimmt. Sowas ist denn immer der Tod. Das ist halt wie bei Arrow, ne? Du änderst halt deinen Serienstil und dann kannst du eigentlich auch gleich eine neue Serie machen. Entschuldigung. Ich möchte noch ein Soul Heart. Danke. Wenn ich hier schon für andere Sachen nicht genug Geld habe. Sind wir eigentlich schon Depths 2, ja. Also kommt jetzt Mutti. Es ist Mutter. Mutter. Freund aller Kinder. Übrigens auch sehr süß, was die Kinder diese Woche gesagt haben. Jeder findet, dass seine Mama die beste Mama ist. Die traurige Wahrheit ist, dass das nicht jeder denkt, aber ich finde es beruhigend, auch mal sowas von den Kindern zu hören.
weil es denn doch von einer sehr gesunden Beziehung zu ihrer Mutter zeugt, also davon zeugt. Hat mich beruhigt. Man muss sich auch an den kleinen Dingen freuen. Übrigens auch eine Sache, die einige Kommilitonen nicht verstehen, dass man sich an solchen Kleinigkeiten so freuen kann. Und ich meine, woran sollst du dich sonst freuen? Du wirst jetzt nicht von deinen Kindern irgendwelche riesigen Blumensträuße bekommen oder, also von einigen vielleicht. Aber ja, so eine echte Dankbarkeit oder dass sie sich mal an ihrem Leben teilhaben lassen, das ist cool. Dafür macht man das. Und also natürlich auch fürs Geld, man ist ja ehrlich. Jeder Mensch braucht einen Job, aber da sind wir wieder bei der Geschichte, warum darf es mir nicht Spaß machen? Würde ich ja so erstmal nicht einsehen. Hallo, Mutter. Das ist ein sehr haariges Beinchen. Aber einen schicken Schuh. Was hast du für eine Schuhgröße? 370? Badam bam. Nein, bitte nicht. Oh nein, bitte nicht. Im alten Isaac gab es, glaube ich, einen Sweet Spot, wo Mutti dich nicht treffen konnte. Das war ein ziemlich schrecklicher Mutterkampf. Warte gerade auch auf Staffel 10 Modern Family und Staffel 8 Blacklist. Staffel 7. Ja, auf Modern Family muss ich auch mal weitergucken. Das bestimmt habe ich Staffel 9, vielleicht sogar Staffel 8 auch noch nicht gesehen. Schon länger her auf jeden Fall. Das könnte was werden. Ja, ich werde mir nochmal was Neues zu trinken besorgen. Und dann werden wir einen Run noch machen, einen Versuch. Weil ich meine, irgendwas müssen wir doch heute schaffen. Wir haben original noch nichts geschafft. Wir sind gestorben. Und dann sind wir nochmal gestorben. Und zwischendrin sind wir auch gestorben. Also, wir sehen uns in wenigen Minuten wieder. 2, 3, 4. Mal gucken. Bis gleich.